Wir kommen zu unserem ersten Sprecher, unser erstes Highlight des Tages. Und ich weiß nicht, ob ihr so Menschen kennt, die ihren Erfolg über Statussymbole definieren. Das dicke Auto, der Pool, die Villa. Unser nächster Sprecher, dem sind diese Statussymbole völlig egal, der pfeift da drauf. Er definiert seinen Erfolg über den Erfolg seines Teams. Er weiß ganz genau, was die Träume und Wünsche und Ziele seines Teams sind, und er gibt 100%, um sein Team dabei zu unterstützen. Er ist nicht umsonst mein Sponsor, er ist mein Riesenvorbild und mein bester Freund. Bitte begrüßt mit mir an dieser Stelle Sapphire Christian Gärtner! Yay! So, wunderbar. Ja, einen schönen guten Morgen, Bad Nauheim. Wahnsinn, echt Wahnsinn, euch hier alle zu sehen. Es ist riesig, für mich auch ein ganz, ganz großer Moment. Ich bin ganz stolz, euch jetzt die ersten 10 Minuten hier präsentieren zu dürfen. Dazu vielleicht eine Frage: Wie viele von euch sind heute das allererste Mal auf einer Jeunesse-Veranstaltung? Bitte mal eben Handzeichen. Wow, bitte mal einen fetten Applaus für alle, die heute zum ersten Mal da sind. Mal. Super. Meinen Namen habt ihr gesehen, ich will mich ganz kurz vorstellen, wir werden uns später nochmal sehen. Ich bin 32 Jahre alt, komme aus der wunderschönen Stadt Köln. Wunderbar. Da lebe ich seit 3 Jahren mit meiner bezaubernden Familie. Ich habe einen 8 Monate alten Sohn, eine ganz, ganz tolle Frau, die mich in allen Sachen unterstützen, die ich so mache. Und ich will euch auch ganz kurz sagen, wieso ich hier oben stehen darf jetzt. Und zwar, ja, einfach euch meine Geschichte erzählen. Ich bin ganz normal zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht und habe danach ein Studium angefangen, weil ich wollte immer ganz groß hinaus. Ich wollte ins Management, ich wollte eine Führungsposition haben. Und ich habe gelernt, das schafft man nur durch ein Studium. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt. Bin dann zum Studium gegangen, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also was Anständiges, ja. Und ich habe aber schon sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht das ist, was mich erfüllt. Ja, also das vorgefertigte Leben, 40 Jahre lang, mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten, auf einen festen Arbeitsplatz, das alles war nicht so richtig meins. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt keine Alternative gesehen. Und deshalb habe ich mein Studium weitergemacht und bin dann letztendlich während dem Studium, genauso wie die bezaubernde Britta, bei einer Fluggesellschaft gelandet und habe angefangen, als Flugbegleiter durch die Welt zu fliegen. Mein guter Freund hat mal zu mir gesagt: Christian, die beste Bildung erhält ein Mensch durch Reisen. Wie viele von euch reisen denn gerne? Wie viele von euch würden das denn gerne kostenlos tun? Gut, und wie viele von euch würden gerne reisen, das kostenlos tun und auch noch Geld dafür bekommen? Wunderbar, das habe ich mir nämlich gedacht und habe dann angefangen mit dem Fliegen, war eine ganz, ganz tolle Sache. Habe mein Studium fertig gemacht und bin dann in der Vollzeitfliegerei geblieben, was ich bis heute mache, allerdings inzwischen in Teilzeit. Und das ganze Reisen war ganz, ganz toll, aber ich habe auch während dieser Zeit festgestellt, ich habe einen Arbeitgeber, der sagt mir, wo ich hinfliegen darf. Ich kriege immer am 27. meinen Dienstplan für den nächsten Monat, das heißt, Flexibilität ist auch nicht so das. Und wieso hat mich das alles so gestört? Aus einem einzigen Grund: ich wollte immer frei sein. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie viele von euch würden gerne frei sein? Frei, wirklich selbst über Zeit entscheiden, über Orte entscheiden, wo man lebt. Naja, und genau mit diesem Bedürfnis habe ich vor gut 2 Jahren Network Marketing kennengelernt. Damals ist der gleiche Freund übrigens, der mich zur Fliegerei gebracht hat, auf mich zugekommen, hat gesagt: Christian, ich habe was gefunden, das kannst du dir nebenbei aufbauen, schau dir das Ganze mal an. Das Ganze ist jetzt gut 2 Jahre her. Was sich in den letzten 2 Jahren entwickelt hat, ist Wahnsinn. Team riesengroß in vielen verschiedenen Ländern. Ich will an der Stelle stoppen mit meiner Geschichte, weil ich will euch einfach mal den Eindruck geben, was Jeunesse ist. Wir haben gerade ganz viele Menschen gesehen, die heute zum allerersten Mal hier sind. Und meine Aufgabe ist es jetzt, in den nächsten Minuten euch ein paar Key Facts zu zeigen, dass ihr wirklich wisst, das Timing ist absolut phänomenal. Ihr könnt euch selber beglückwünschen, dass ihr heute zu diesem Tag hier in diesem Raum sitzt.
denn Jeunesse ist gerade am Anfang in Europa, in Deutschland. Ihr seid wirklich vor der Welle hier. Aber Jeunesse hat einen Erfolg über die letzten 6 Jahre international erreicht, was seinesgleichen sucht. Da gehen wir mal direkt in die Folien. Jeunesse, ich weiß nicht, ob ihr das Inc. 500 Magazin kennt. Das ist ein Magazin aus Amerika, listet jedes Jahr die 500 am schnellst wachsenden Unternehmen. Nicht nur im Bereich Direktvertrieb und Network Marketing, aber die werden damit reingerechnet. Jeunesse war 2014 Nummer 1 Network Marketing bzw. Direktvertriebsunternehmen in dieser Liste der schnellst wachsenden Unternehmen. Weiter geht's. Letztes Jahr, ein Riesenjahr für Jeunesse. Ihr müsst euch mal draußen umschauen. Umsatzzahlen von Direktvertriebsfirmen. Network Marketing, Jeunesse, 1 Billion, das A Billion ist hier Englisch, das heißt 1 Milliarde US-Dollar jährlicher Umsatz, letztes Jahr zum allerersten Mal erreicht. Ja, kann man ruhig mal einen fetten Applaus. Das ist, ich werde euch auch sagen, wieso das so besonders ist. Ihr seht hier die Entwicklungszahlen. Erstes Jahr, Jeunesse 2009 gestartet, 30 Millionen Dollar Jahresumsatz. Müsst ihr euch mal überlegen, das ist erst 6 Jahre her. 6 Jahre. Inzwischen, 6 Jahre später, 2015, macht Jeunesse 30 Millionen Dollar Millionen Dollar Umsatz in weniger als einer Woche. Ja? Das Ganze, 2015, 1 Milliarde Dollar. Wenn man das vergleicht mit anderen Direktvertriebsfirmen, als ich die Folie zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte, das ist falsch, das kann nicht. Prüft es nach, es ist absolut korrekt. Wie viele von euch kennen die Firmen, die da angeschrieben stehen? Ich möchte gar nicht mit Namen jetzt mal sagen. Wie viele von euch kennen denn eine von diesen Firmen? Schon mal gehört? Ja, fast alle. 21 Jahre, 86 Jahre, 24 Jahre, 37 Jahre. Jeunesse, 6 Jahre. Weiter. Das ist ja nur der Vergleich zu Direktvertriebsfirmen. Wenn ihr jetzt seht, wenn man das mal mit der allgemeinen Wirtschaft vergleicht, Firmen nimmt wie Apple, Facebook, die das innerhalb von 6 Jahren ebenfalls geschafft haben, aber in einem völlig anderen Markt, da stehen wir. Wir sind auf der gleichen Ebene. Nur für diejenigen von euch, die sich vielleicht vorher gefragt haben, wer ist Jeunesse eigentlich, was ist das eigentlich für eine Firma, nie gehört. Ja, ist auf dem gleichen Level wie die genannten Firmen. Weiter, es gibt massig Awards, die Jeunesse in den vergangenen Jahren gewonnen hat. Einer davon ganz aktuell, das ist der neueste, 2016, die AVA Digital Awards. Das sind alles Awards, diese Awards, die Awards hier, Business Awards, Telly Awards, sind alles Awards dafür, dass Jeunesse einfach unheimlich gut ist in Sachen wie Marketingmaterialien, in Sachen wie Firmenausrichtung, Management, alles Geschichten, die unheimlich wichtig sind, für uns, dass wir ein stabiles Geschäft langfristig aufbauen können. Umsatzzahlen, Europa, das ist jetzt eine ganz, ganz spannende Sache. Vielleicht ganz zu Anfang, haben wir nämlich gerade noch gar nicht gemacht. Wir haben heute sehr, sehr viele Gäste aus Polen auch. Ist das richtig? Ja. Wie viele von euch sind denn gerade aus Polen angereist hier? Darf ich mal eben Handzeichen haben? Okay, wow. Dafür auch nochmal einen fetten Applaus. Herzlich willkommen. Mit Jeunesse Europa gehen wir nach vorne. 2014, erst 2 Jahre her, 12 Millionen US-Dollar Jahresumsatz. 2015, 72 Millionen US-Dollar Jahresumsatz. Innerhalb eines Jahres 500%. Aber jetzt kommt's. Das ist weltweit weniger als, was haben wir denn? 8% Jahresumsatz in ganz Europa. Das ist da, wo wir stehen. Der meiste Umsatz wird weltweit in den anderen über 100 Ländern erwirtschaftet. Ganz, ganz wichtig, ja, Europa ist wirklich hier. Das wird das letzte Event von der Größe sein. Das kann ich so viel schon sagen. Auch sehr, sehr interessant. 2014 gab es 14.400 Neuregistrierungen bei Jeunesse in Europa. Im vergangenen Jahr waren es über 120.000. Und diese Zahlen, die laufen nur bis September. Ja, da kamen noch 3 Monate, die stärksten im ganzen Jahr. Das heißt, ihr seht, hier geht richtig was. Ich möchte euch ganz kurz auch einen Überblick geben über die Rankings, die erreicht wurden, für diejenigen, die da schon einen guten Überblick haben. Es gibt insgesamt in Europa über 300 Sapphires.
39 Sapphire Elites, wovon wir einige heute hier haben werden. 5 Rubies, gar nicht wahr, 15 Rubies. 6 Emeralds und nur 5 Diamonds. Eins wird der Fall sein, in ein paar Jahren wird dieser erste Balken ganz auf der rechten Seite stehen. Und genau zu diesem Zeitpunkt befindet ihr euch heute hier. Und das soll die Abschlussfolie für den ersten Part sein, dass ihr noch ein besseres Gefühl habt. Frankreich, Deutschland, England, die Top 3 in Europa. Und wir haben natürlich mit unseren polnischen Freunden das Ziel, in den kommenden Monaten hier bis an die Spitze zu gehen. Ich wünsche euch ein Wahnsinns-Event heute. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit der ersten Minuten. Wir hören uns später. Bis später.